Herr Olivier, ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soirée, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Sieht ihr das? Komm hier hinter. Ah. Memoiren des Monsieur d'Artagnan. Elis Lieblingsbuch. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Ja, das erinnert schon schön an Ezio. Oh, der feine Herr. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg. Kein Zutritt. Ohne Einladung. Und trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Es ist halt wirklich erstaunlich, was das so für Qualitätsunterschiede gibt. Mitten in der Stadt sieht es ein bisschen scheiße aus, schlecht aus, und hier sieht es wieder alles so detailliert und richtig gut gemacht aus. Du könntest reinschleichen, was? Ziemlich was los. Ziemlich. Gut, neuer Versuch. Höflichkeitsbesuch. Ich bin müde. Wie du meinst.
reagiert. Schleichsteuerung. L2 drücken. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Wow. Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter. Praktisch, dass hier überall solche Kleiderständer rumstehen. Komm, geh rein. Geh rein. Da ist noch einer. Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Mist. Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Kommst her! Ich sehe euch im Garten. Ja, natürlich. Tim, ist was los heute Abend? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Na dann. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Sie ließ sich immer gerne jagen. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss.
Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Träg du dich so raus, Putz. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Ist da drin! Ufre! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert, ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind, dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Hätte auch drin Dienst haben können. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Komm ich denn jetzt hier raus? Okay. Also diese neue Schleichenfunktion finde ich richtig super gemacht. Kommen wir denn jetzt hier raus? Ach, da drüben. Okay. Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Nein. Na komm. Nein. Das war natürlich etwas schade. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre? Wachen! Hilfe! Mörder! Mon Dieu! Er hat hier de la Serre getötet!